Wer hat einen neuen Song rausgebracht? Wer hat ein Buch rausgebracht? Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele Influencer, Creator, YouTuber Songs oder Bücher gerade rausbringen? Ich laufe an ihm vorbei, ich gucke ihn mir nochmal an. Ich kenne den. Wer verdammt nochmal ist das? Wisst ihr, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Bei mir. Ich bin so mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt, ja? Mit meinem eigenen Mindset, mit meinem eigenen Leben, mit meinem eigenen Business, mit meinem eigenen Stream, mit meinem eigenen Content, mit meinen eigenen Interessen, dass ich nichts mitbekomme in dem Business. Ich bekomme das dann durch euch mit, wenn irgendwas passiert. Ich bekomme es durch Kollegen mit, die mir erzählen, hast du mitbekommen, das und das oder der Beef und der oder hast du mitbekommen, was da passiert ist? Hast du mitbekommen, was der für ein Video gemacht hat? Hast du das Video von der und der gesehen? Hast du gesehen, wie sie zerrissen wurde von den Medien? Hast du gesehen, was sie für Kommentare bekommen hat? Hast du gesehen, wer darauf reagiert hat und wer von der Reaction auf die Reaction reagiert hat? Nein, habe ich nicht. Hast du mitbekommen, der ist jetzt voll groß? Hast du mitbekommen, die ist neu? Boah, die geht voll ab. Hast du mitbekommen, boah, die ist voll durch die Decke geschossen? Hast du mitbekommen, die bekommt voll geil, voll die vielen Views, voll die vielen Likes? Hast du mitbekommen, boah, die ist voll gewachsen? Nein. Hab ich nicht. Hast du mitbekommen, der hat einen neuen Song rausgebracht? Nein, hab ich nicht. Um ständig up-to-date zu sein, wer gerade neu im Business ist, wer gerade ganz viele Views bekommt, wer gerade richtig abgeht auf YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, Twitter, wer gerade an Relevanz gewinnt, wer gerade mit wem dreht, wer gerade die Möglichkeit bekommen hat, mit einem großen YouTuber irgendwie zu kollaborieren. Wer ein Placement mit der und der Marke hat, mitzubekommen, wer welches Video über wen gemacht hat, wer Beef mit wem hat und wer darauf reagiert hat und warum der darauf reagiert hat, jetzt mit reingezogen wird in den Beef, obwohl ja eigentlich, um das alles mitzukriegen, müsste ich andauernd am PC sitzen, was ich so schon tue für meinen Scheiß, und ständig googeln und ständig gucken und mir den Content von jedem einzelnen YouTuber Deutschlands reinziehen, von jedem einzelnen Twitch-Streamer, von jedem einzelnen Instagrammer, von jedem einzelnen mir jeden Content angucken und mir ganz genau für mehrere Wochen anschauen, wie ist diese Person überhaupt, was präsentiert oder repräsentiert diese Person, Wie viele Posts in der Woche macht diese Person? Hat diese Person es verdient, so viele Likes zu bekommen? Seit wann macht diese Person freizügige Fotos? Oder hat sie schon immer freizügige Fotos gemacht? Nutzt sie das jetzt aus, weil sie gepusht wurde von... Leute! Nein! Wenn andere Leute voll darin aufgehen und sich das angucken, privat, weil es sie interessiert, kein Problem. Aber ich habe Kollegen, die wissen alles über je. Alles über je. Die wissen, wer wann ein Video hochgeladen hat, welches Video auch abging, welches Video zerrissen wurde in den Kommentaren. Die wissen ganz genau, wer hat eine neue Bahn irgendwie eingeschlagen, wer macht jetzt anderen Content, wer ist jetzt neu, wer geht voll ab, wer hat Stress mit dem, wer hat Beef mit dem, wer macht die Reactions, wer wurde reingezogen, wer hat einen neuen Song rausgebracht, wer hat ein Buch rausgebracht. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viele Influencer, Creator, YouTuber Songs oder Bücher gerade rausbringen? Ich komm nicht mit. Wenn andere Leute da mitkommen, gar kein Problem. Ey, mega, dass du so up-to-date bist und ganz genau weißt, wovon du sprichst. Mega, dass du weißt, was im Business abgeht. Good for you. Ich weiß nicht mal, was in meinem eigenen Leben abgeht. Wie soll ich mir denn bitte ständig ein Bild von dem Leben anderer machen? Die Zeit habe ich nicht. Ich fühle mich manchmal wie ein absolutes Fail in diesem Business. Weil, bestes Beispiel, und ihr werdet mich jetzt auslachen. Wirklich, ihr werdet mich jetzt auslachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, weil das ist schon irgendwie peinlich. Aber das ist ja in meinem Kopf, deswegen eigentlich, ich sag's jetzt einfach. Passt auf. Wenn ich unter Leuten bin, ich wurde ja jetzt, letztens war ich ja eingeladen zu Freunden und so, Kollegen. Wenn ich unter Menschen bin, und das sind viele Menschen, ja, es passiert oft, dass ich immer in ein Fettnäpfchen trete. Wenn sich jemand blamiert, dann ich. Also habt ihr es gut, wenn ihr mit mir auf einer Fete-Party oder einem Get-Together seid? Habt keine Sorge. Wenn sich jemand blamiert, bin ich es. Gar kein Ding. Verwechselt irgendjemand irgendjemanden? Verwechselt jemand den Namen von irgendjemandem? Vergisst irgendjemand den Namen von irgendjemandem? That's me. Jetzt kommt so eine peinliche Sache. Pass auf. Ich stehe da und ich sehe da jemanden am Tisch und ich denke mir, ah ja, wir kennen uns. Und dann denke ich mir, nein, scheiße, woher kenne ich ihn? Ich sage, Bitch, woher kennst du den? Doch, wir sind uns... Klar, sie uns begegnet. Er ist ja auch hier bei den Leuten, die ich auch kenne. Wir sind uns schon mal begegnet, das muss es sein. Bin ihm irgendwann mal begegnet, kennen uns schon. Kein Ding. Ich gehe da hin, sag ganz... So, ich komme so rein, sag so ganz cool.
Hey, und gehe in die Küche, mir was zu trinken zu holen. Cool halt. Ich laufe an ihm vorbei, ich gucke ihn mir nochmal an. Ich so, ich kenne den. Wer verdammt nochmal ist das? So, woher kenne ich den, Alter? Ich bin ihm safe begegnet. Nein. Begegnet sind wir uns noch nie. Das ist das erste Mal. Es war Kevin, Papa Platte. Ich sitze auf der fucking Couch. Bin an meinem Handy. Kurz eine Nachricht geantwortet. Mein Drink in der Hand, sitze da. Gucke rüber zum Tisch. Gucke wieder weg. Und auf einmal macht so Klick. So, der Groschen ist gefallen. Und da denke ich mir so, oh. Anstatt hinzugehen und anständig ihm die Hand zu reichen und Hallo zu sagen, mich vorzustellen, weil wir halt uns noch nie begegnet sind. Was macht Regina? Arrogant, wie sie immer wirkt. Geht rein, guckt, denkt, wir kennen uns doch. Ey, und geh weiter. So viel dazu. Der Junge ist doch loster als ich. Nein. Es geht nicht darum, ob er auch mal lost ist oder ob er loster ist als ich. Leute, darum geht's nicht. Wir reden hier nicht von, wir sind jetzt gerade vor der Kamera, wir machen gerade Twitch, wir machen gerade Content, wir machen gerade Livestream. Es geht um zwischenmenschliche Interaktion, in der es nun einmal in meiner Welt gang und gäbe ist, höflich zu sein. Du sagst zu jedem anständig Hallo. Bist du jemandem noch nie begegnet, gehst du hin, du gibst ihm die Hand und stellst dich vor. Das ist ein Muss, das ist gegeben, Leute. Wer das bis jetzt nicht verstanden hat, sorry, aber guckt bitte nochmal in eure Kinderstube und sucht nochmal nach euren Manieren. Das macht man so. Du gehst zu jedem hin und sagst Hallo, dem du noch nie begegnet bist und stellst dich vor. Wenn du in einen Raum kommst, wo du schon öfter warst und da sind Freunde von dir und da sind neue Leute, dann gehst du den neuen Leuten und stellst dich vor. Wenn natürlich dann alle sind, die du kennst, sagst du einmal in die Runde, ey, was geht? Das war's. Ja, wegen Corona nix Hand geben. Ja, dann gehst du hin, du guckst ihm in die Augen und sagst, hi, ich bin Regina. Freut mich. Nehmen wir das Handschütteln einfach mal metaphorisch. Dann war es schon gelaufen, als ob ich dann nochmal zu dem gehe und sag, hey. Puh, ich glaube, das habe ich sogar. Ich hatte dann schon ein paar Wodka-Intros. Es kann sein, dass ich zu ihm gegangen bin und gesagt habe, ey, voll unhöflich. Ich habe mich doch gar nicht bei mir vorgestellt. Ich bin übrigens Regina. Ich meine, da war sowas. Wie immer bin ich ganz sicher. Ich bin übrigens auch sehr vergesslich. Was nicht am Alkohol liegt, ich bin immer vergesslich. Ich bin lost, es ist leider so. Habe ich das gemacht? Ich weiß. Ich müsste ihn nochmal fragen. Weil eigentlich ist es immer so. Weil ich bin immer so eine. Ich lasse es dann erstmal auf sich beruhen, wenn mir sowas ist, mir nicht das erste Mal passiert. Sowas passiert beständig. Wenn das passiert ist, so nach einer Stunde oder so, wenn es dann sich ergibt und man steht wieder vor nebeneinander, dann sagt man dann, was ich dann immer mache, ist, ey, voll Dulli, Alter, es tut mir voll leid. Ich habe ganz vergessen, mich richtig bei dir vorzustellen. Ich bin übrigens Regina, tut mir leid. Bin gerade angekommen, wusste nicht, dies, das. Das ist so mein typisches, normales Verhalten, so, was ich an den Tag lege. Da würde mich das nicht wundern, wenn ich das dann doch gemacht habe. Aber trotzdem, in dem Augenblick dachte ich auch so, ja, toller erster Eindruck. Ja, das passiert jedem Mal, natürlich. Das ist, ich sag jetzt, guck mal, ich gehe jetzt ja nicht hin und bin jetzt voll so, nein. So, vor allem, das bin ich schon gewohnt von mir. Mit mir macht das gar nichts mehr. Ich schäme mich gar nicht mehr für das Verhalten. In dem Sinne, dass ich da jetzt tagelang oder wochenlang damit herumlaufe, mit mir trage. Es ist für mich einfach, ich wundere mich immer, warum Leute anfangen, irgendwann schlecht über mich zu reden. Oder nicht schlecht über mich reden, das eher weniger, sondern so eine schlechte Meinung von mir haben. Das kommt dann nämlich immer hinterher raus, weil die dann irgendwann nach Jahren, Wochen, Monaten sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe echt ein ganz schlechtes Bild von dir gehabt. Ich habe gedacht, du bist voll die arrogante Bitch. Eben wegen so einem Verhalten, welches ich euch eben erklärt habe. Und es ist nicht einfach nur, als ich da war, einfach nur ein Treffen unter Freunden. Wir sind ja trotzdem Kollegen untereinander. Und wenn man sich noch nie begegnet ist, dann ist es wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Einfach nur, damit die Leute wissen, wo du bist, wo du stehst. So, ne? Cool, alles easy. Wenn du arrogant von Anfang an wirkst, ist ja auch kein Wunder, wenn Leute dann hinkommen und sagen, Regina ist arrogant. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn das nur Freunde sind, die kennen mich ja. Aber es ist ja trotzdem so noch so ein kollegiales Zusammenkommen. Und deswegen ist für mich wichtig, einfach das richtige Bild, weil ich weiß, wie ich auf Menschen wirken kann. Ich weiß es. Ich weiß, dass viele Menschen mich nicht verstehen. Ich weiß, dass ich weird bin. Ich weiß, dass ich aus der Norm heraussteche, wenn ich mich gerade nicht verstelle, indem ich dazugehöre. Weil ich mir denke, yo, hier geht's gerade nicht um dich. Stell dich bitte ganz weit hinten an, reih dich mit ein und mach einfach mit, weil gerade ist feel the room, so. Und dann bin ich so hinten, bla. Aber wenn ich normal ich bin, ich kann laut sein, ich kann auch mal witzig sein, ich kann mich blamieren, ich kann mich besaufen, ich kann Wetten mit abschließen, ich kann rülpsen mit den anderen, ich spiele mit den Boys Darts und Bierpong. Ich bin einfach offen, ich bin da, ich genieße es mit Menschen, so. Und für viele Menschen
kann diese Art sehr verstörend sein, weil erstens sieht man mich und dann bekommt man was ganz anderes. Weil man denkt, oh ja, das ist so eine. Und dann komme ich dahin und denken die, yo. Und ich sage das nicht von mir, weil das meine eigene Einschätzung ist. Das ist die Einschätzung, die ich mir gemacht habe von all den Gesprächen, die ich über die Jahre hatte mit anderen Leuten, die mich vorher eingeschätzt haben und dann mich nochmal wirklich kennengelernt haben und mir gesagt haben, ey, hätte nie gedacht, dass du so bist. Das ist gesammelte Data von den Menschen, die mir schon begegnet sind. Aber wenn dich jemand anhand von dem ersten Eindruck verurteilt, ist das nicht dein Problem. Man wirkt oft anfangs anders, als man eigentlich ist. Absolut richtig, da gebe ich dir recht. Im privaten Sinne ja. Du darfst nicht vergessen, es ist mein Beruf. Es sind Kollegen und ich bin jetzt schon eine Zeit lang da drin. Und es ist sehr, sehr schwer, ein Image, welches sich durch Gerüchte, durch Meinungen von Leuten, die dich nicht kennen, wegen ersten Eindrücken, es ist schwer, sich dagegen zu behaupten. Und es ist schwer, das wieder irgendwie, sagen wir so, ich gehe jetzt nicht hin mit geschwungenen Fahnen und mit einem gezogenen Schwert und kämpfe dafür, seht mich, wie ich wirklich bin. Nein. Ich lasse es einfach dann kommen. Dann denke ich mir, okay, dann sind die Leute dumm. Dann sollen die halt, wenn die sagen, okay, ich lasse jemand anderen für mich denken. Die Person hat gesagt, sie ist so und so. Dann glaube ich das jetzt. Deswegen denke ich dasselbe jetzt auch. Ich mache mir nicht mein eigenes Bild. Deren Schuld. Die werden sowieso irgendwann checken, dass es nicht so war. Weil irgendwann, und sei es nach Jahren, wird man sich begegnen. Und dann kann diese Person ein eigenes Bild sich von mir machen. Aber es ist schwer, immer der Außenseiter zu sein. Und das lässt mich manchmal einfach vorsichtig sein. Und deswegen erzähle ich euch, also das ist so dieses Verhalten, was ich manchmal so versuche zu kontrollieren, damit die Leute mich nicht falsch verstehen, weil ich schnell falsch verstanden werde, weil ich weird bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht die Einzige, die so denkt mit, ob vollkommen egal, abgesehen jetzt mal von dieser Twitch-YouTube-Influencer-Sache, Business, Freundschaften, Bekanntschaften, Kollegen. Noch nicht mal das, sondern überall, Leute, fühlt sich jeder von uns mal wieder Außenseiter oder ausgeschlossen, weil wir glauben, dass die anderen glauben, dass wir arrogant sind, komisch sind, Snitches sind, Bitches sind, Huren sind, was auch immer. Natürlich. Und das ist ein Problem, womit ich auch zu kämpfen habe. So, da kann sich niemand von rausnehmen. Ich glaube, jeder hat das irgendwann mal irgendwie. Ich weiß, dass ich niemanden von irgendwas überzeugen muss. Tue ich auch nicht. Also, wie schon gesagt, ich gehe ja nicht hin und kämpfe dafür. Mache ich nicht. Weil ich ganz genau weiß, du schaffst es eh nicht. Also, warum bemühen? Noch dann hinterher. Nein, das hast du falsch verstanden. So habe ich das nicht gemeint. Die Person wird entweder weiterhin blind, was mich angeht, durchs Leben laufen, was vollkommen in Ordnung ist. Unsere Wege müssen sich nicht kreuzen und das ist in Ordnung. Kein Problem. Sie redet nicht über mich, ich rede nicht über sie, alles gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich nochmal kennenlernt. Dann wird die Person sehen, dass es nicht so war. Wird eh dazu kommen. Daher bemühe ich mich jetzt auch nicht so stark darum. Ich sorge mich trotzdem in meinem Kopf. Das kann ich nicht abstellen. Das kann ich nicht abstellen. Ich kenne die Fakten, ich kann es nicht abstellen. Das ist einfach so. Ich weiß, es ist euch wirklich lieb von euch, dass ihr sagt, ja, aber du musst dich doch nicht verstellen. Du musst dich doch nicht bemühen. Du musst nicht, dann sind die Leute doof. Das ist doch eine oberflächliche Einschätzung. Das weiß ich alles. Das weiß ich alles. Aber ich kann das Gefühl nicht abstellen. Es ist trotzdem da. Ich wurde so oft verurteilt in meiner Vergangenheit. Für die dümmsten Dinge, die normalsten Dinge, die ich gemacht habe. So oft ausgegrenzt, so oft als nicht genug oder nicht als schön genug, nicht talentiert genug, nicht wichtig genug befunden. Nur weil ich das tue, was ich tue. Und irgendwann ist es einfach so ein Teil von dir, in dem Fall von mir. Ich kann es nicht abstellen. Ich kenne die Fakten, Leute, ich kenne die Fakten, ich weiß es. Aber manchmal, also es geht nicht weg. Und deswegen mache ich mir dann so welche Gedanken. Weil die Gedanken kann man nicht abstellen. Leute, versucht's mal. Es funktioniert nicht. Deine Gefühle kannst du auch nicht abstellen. Versucht's mal. Ihr könnt's nicht. Ihr könnt euch überreden. Ihr könnt versuchen, hinzugehen und sagen, okay, Regina, du machst dir zu viele Gedanken. Jetzt schalt mal ab. Und dann ist wieder gut. Dann geht alles wieder runter. Und dann ist wieder gut. Aber dann kommt's irgendwann wieder. Ich bin nur ehrlich, Leute. Es ist leider so.